Liebe Freunde der Astrologie, der Monat März hat wieder was zu bieten. Er hat eine wunderbare Konjunktion zwischen Mond, Sonne und Jupiter und das in den Fischen und gleich zu Beginn am 2.3. zum Neumond. Und der Neumond ist ja immer eine Konstellation, die für die nächsten 4 Wochen wegweisend ist. Und das kann man von dieser Konstellation tatsächlich auch sagen. Dieses Stellium von Sonne, Mond und Jupiter in Konjunktion in den Fischen am 2.3. läuft auf den Neptun zu. Und das ist wie schon die sehnsüchtige Vorfreude auf das, was uns am 12. April auch erwartet. Und man könnte auch sagen, dass das jetzt die Zeit ist der Vorbereitung genau für diesen Zeitliniensprung. Diese Konstellation Sonne, Mond, Jupiter in den Fischen bringt uns ganz stark in Sehnsüchte, bringt uns dahin zum Erlösungsgedanken, dass wir uns sehnen nach einer besseren Welt, nach einer Welt, die frei ist, die frei von diesem Diabolischen ist, die frei von diesen Zwängen ist, die eine totale Befreiung bietet aus dem, was wir bisher in den letzten 2 Jahren Corona erlebt haben. Also es ist eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die sich da auftut. Und diese Sehnsucht sollten wir tatsächlich nutzen. Wir sollten sie nutzen, indem wir die Sehnsucht zulassen und umwandeln in Träume. Weil Sonne, Mond und Jupiter in den Fischen sind eine riesige Einladung zum Träumen. Und wir sollten diese Träume auch tatsächlich umsetzen. Wir sollten sie zulassen. Ganz wichtig ist, dass diese Konstellation hier auch noch als Nebeneffekt eine Konjunktion Saturn-Merkur hat. Und Saturn-Merkur könnte man jetzt als eingetrübte Gedanken beschreiben, aber Saturn-Merkur ist auch eine Anlage oder eine Einladung dazu, mit einer gewissen Gedankenkontrolle zu arbeiten. Und das passt ganz hervorragend zu diesen Träumen, weil diese Träume von diesem Stellium, Jupiter, Sonne und Mond sind nur dann gute Träume, richtige Träume, befriedigende Träume, wenn wir bestimmte Gedanken ausblenden, wenn wir unsere Gedanken, die von außen kommen, von außen angeregt werden, kontrollieren. Und diese Gedanken, die von außen angeregt werden, sind natürlich die Gedanken von Mars-Venus-Konjunktion Pluto. Pluto in den letzten Zügen des Steinbocks, er schwächt sich schon ab, aber er ist immer noch da. Und das ist nochmal so ein letztes Aufbäumen dieser staatlichen Gewalt, so könnte man das sagen. Und das lassen wir einfach links liegen. Wir beschäftigen uns damit einfach nicht. Ja? Also die Gedankenkontrolle, um sich mit diesen Medien einfach nicht mehr zu beschäftigen, damit wir nur uns mit unserem Inneren beschäftigen und in unseren Träumen so richtig schwelgen. Und diese Träume sind deswegen wichtig, dass wir Abstand finden zu der Welt, die wir sowieso nicht mehr haben wollen und die sich auch verabschieden wird. Und wir sozusagen den Monat März dafür hernehmen werden, um uns intensiv und angstfrei, die Betonung liegt auf angstfrei, mit dem zu beschäftigen, was ohnehin auf uns zukommen wird, wenn wir angstfrei bleiben und über das Träumen uns die Welt erträumen, die dann auch auf uns wartet. Ich finde das eine ganz wunderbare Konstellation und wir sollten uns dann Anfang März wirklich einstimmen auf das und alles, was im Außen stattfindet, ob das jetzt an Ukraine ist, ob das jetzt Impfung ist oder wie auch immer, lassen wir das einfach links liegen. Das sind nur Schauplätze, die uns momentan nicht interessieren sollten. Wichtig ist, dass wir in unserem Innern diese Fantasie, diese wunderbaren Welten jetzt schon erleben, die dann irgendwann mal tatsächlich auf uns zukommen werden. Also lasst uns träumen. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass wir schon mal anfangen, von einem schönen Urlaub zu träumen oder von einem schönen Frühjahr zu träumen, um dann in eine Energie zu kommen, die uns diese Welt auch bringen wird. Lassen wir uns von diesen Träumen auch tatsächlich tragen, aber nicht in einer Form der Weltflucht, sondern in einer Form des Schöpfens.
Also diese Konstellation ist für mich auch eine Einladung, um das, was wir uns erträumen, dann auch zu schöpfen. Und die Schöpfung beginnt ja, wie wir wissen, am 12. April, indem wir die neue Zeitlinie beschreiten. Und dort wird sich das dann umsetzen, was wir uns jetzt auch schon erträumen. Erwähnenswert bei dieser Konstellation ist auch, dass der Uranus im Sextil zu diesem Neumond-Stellium steht. Und das zeigt auch, dass genau diese Träume, die wir hier haben dürfen, das Neue schon begleiten. Das sind Träume, die uns auf das Neue vorbereiten. Also eine wunderbare Energie, der wir unbedingt nachgehen sollten und wo wir uns angstfrei auf sie einlassen dürfen. Es kann nichts passieren. Am 6.3., wenn dann Mars und Venus in den Wassermann gehen und die Sonne und Jupiter immer noch in den Fischen in Konjunktion stehen, da merken wir nochmal, dass irgendetwas so von uns abgefallen ist. Ja? Weil das ist so eine starke Emotion, die plötzlich im Wassermann ist und wo wir dann so eine Aufbruchstimmung auch wieder kriegen. Am 20.3. sollten wir etwas aufpassen, dass wir diese wunderbare Fische-Energie, die wir so genossen haben, wo wir geträumt haben, wo wir uns diese neue Welt schon erträumt haben, dass wir uns nicht verführen lassen, in eine erneute Kampfkraft zu gehen, sondern diese Energie des 20.3. dahingehend einzusetzen, dass wir uns auf das Neue freuen. Es geht nämlich die Sonne in den Widder und gleichzeitig steht Mars, Venus immer noch in Konjunktion im Wassermann und das im Quadrat zu Uranus. Also hier könnten die Emotionen tatsächlich überbordend sein, dass man sich kaum noch beruhigen kann. Wir sollten diese starken Emotionen, die es in dieser Zeit gibt, nutzen, dass wir uns wirklich auf das Neue freuen, dass wir auch uns emotional auf das Neue freuen und vielleicht schon die ersten Schritte einleiten, um uns tatsächlich mit diesem Neuen auch schon zu beschäftigen. Es wird sich am 20.3. und die folgenden Tage werden sich Gelegenheiten ergeben, die uns zeigen, wie wir das umsetzen können. Es besteht nicht nur eine große Abenteuerlust, sondern auch ein Tatendrang. Und dieser Tatendrang sollte dazu verwendet werden, dass wir unseren Träumen folgen, dass wir unsere Träume beginnen umzusetzen. Also ein wirklich wunderschöner Monat, den wir aber nur als solchen gut und bezaubernd erleben können, wenn wir die Gedankenhygiene etwas beherrschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.